Akolyt, ich habe eine Nachricht für dich. Aufseher Tremel kann ich den Weg der Sith lehren, aber nicht alle ihre Fähigkeiten. Dafür gibt es Spezialisten in der Akademie. Aufseher Tremel wünscht, dass du sie aufsuchst und so viel wie möglich lernst. Nee, vorne, wenn du reinkommst bei der Akademie, steht die Olle. Ja, das ist sinnvoll. Flirten, hübsche rote Haut. Sicher, ich hab's nicht eilig. Ich stumm mich mal ganz kurz. Das reine Blut in euren Adern verleiht euch einen attraktiven Teint. Um eine Frau reinen Blutes auch nur zu berühren, musst du ihr beweisen, dass der Geist der Sith durch deine verunreinigten Adern fließt. Eine Sith-Frau respektiert nur Macht. Nun geh. Vielleicht hast du eines Tages genug gelernt, um mich zu beeindrucken. Oder gar zu töten. Du findest die besten Ausbilder im Archiv der Akademie. Du wirst in Kürze dort erwartet. Will ich mich verarschen? Ich hab mit der geflirtet. Nicht weh, bei mir ist ja nichts. Lol. Ich hab mit der Alten geflirtet. Und sie sagte, irgendwann bin ich stark genug, um sie, um ihr heiliges Sith-Blut, irgendwie sowas, oder sie zu töten. Die ist Level 7, ich bin Level 12. Ich denke mal, ich bin stark genug. Oh Gott. Nate schickt mich nur rein zu den ganzen Lehrmeistern. Ja toll, ist keine Quest. Verneigt euch. Der Meister ist hier. Ich gehe nicht weiter, bevor ihr euch nicht verneigt von mir. Ich melde mich. Oh. So, in der zweiten Etage sollen Quests sein. Da wollen wir mal gucken gehen. Irgendwo hier oben. Schön. Ist ja nur nicht groß genug. Hier ist nichts. Da geht es nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter. Hier steht aber niemand. Warte mal. Ich bin in der ersten Etage. Ich muss in die zweite hoch. Ups. Da geht's höher. Wir können ein andermal reden. Boah, ich muss mich um die Sklaven kümmern. Ja, komm, mach deine Meditation. Bitte da. Hier geht's nicht weiter. Und ich glaube, ich habe schon wieder den nächsten. Das nächste Gespräch. Sith-Inquisitor-Ausbilder. Nee, mit dem kann ich nicht quatschen. Ja, ich hab schon wieder das nächste Gespräch. Ja, viel Spaß. Sith-Krieger-Ausbildung. Seid stark. Da war man schon. Ihr könntet noch stärker sein. Zeigt keine Gnade. Da lunzen wir mal weiter rum hier. Der hat einen Stern, mit dem kann ich noch nicht reden, ne? Schade. Schade, schade, Schokolade. Warum haben die hier Jedi-Holokrone? Wer weiß. Hä?
Nee, hä? Wo geht's denn hier höher hinaus? Hä? Bin ich gerade blind? Oh, hier oben ist irgendwas. Der ist schlechter als mein derzeitiges. Gucken wir nochmal hier unten rum, ob da irgendwas ist, questtechnisch. So. Also bei mir ist in der ersten Etage nichts Questtechnisches. Okay. Du kennst doch da, wo du sonst die Treppen hochgehst, oder? Ja. Geh mal in den Raum. In den großen. Da bin ich jetzt mit dem Riesa, mit der Riesenpyramide. Genau. Dann war bei mir eine Quest hier Lord Aberon. Der hat noch einen Stern, kann ich noch nicht. Ihr seid kaum mehr als ein Kind, aber auf dieser Welt werdet ihr schnell erwachsen. Entfernt euch jetzt bitte. Die habe ich schon gemacht und diese hier, die war das mit der Jedi-Quest. Ich habe derzeit keine Verwendung für euch. Okay, dann sind das nur Quests für mich. Beziehungsweise für meine Klasse. Nö, der Ene hat gesagt, er hat momentan keine Zeit, da ich noch zu jung bin. Bin ich erwachsener als du? Ich glaube nicht. Mit welchem Level hast du die angefangen? Weit unter dir. 9, ja. 10. Ja, siehst du? Also müsste ich die auch locker machen. Naja, ich gehe erstmal hier hinten ins Zweite. Na, wen haben wir denn da? Der schon wieder. Erinnert ihr euch an mich? Sofort den Weg freimachen. Es gibt einen Grund, warum ich hier stehe. Habt ihr es schon bemerkt? Keine Zeugen. Keine Zeugen bedeutet keine Regeln. Mhm. Schluss mit den Abkürzungen. Schluss mit der Sonderbehandlung. Ihr werdet einfach ein weiterer toter Versager auf Korriban sein. Glaube ich wohl eher nicht. Hä? Wer ist der Versager? Nein! Wartet, wartet! Ich habe mich geirrt. Was die Leute über euch erzählen, ist... Alles war... so... stark. Ich will nicht sterben. Welch, du stirbst. Bittet nicht um Gnade und erwartet auch keine. Sterbt wie ein Sith. Ich habe versagt, Vemrin. Was soll ich dazu sagen? Er hat angefangen. Wir müssen dringend miteinander reden, Akolyt. Die Zeit läuft uns davon. Meine Berechnungen waren nicht ganz akkurat. Marka Ragnos Bestie war eine starke Quelle dunkler Energie hier auf Korriban. Ihr Tod hat zu einer Erschütterung der Macht geführt. Darth Barras hat diese Erschütterung gespürt und ist sich deiner Gegenwart bewusst geworden. Er verlangt eine Audienz. Gut. Auf diesen Moment habe ich lange genug gewartet. Nach dem Treffen wirst du dir vielleicht wünschen, dass du mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt hättest. Barras ist ein ernsthafter Mann und ein Meister der Täuschung. Alles, was er tut und sagt, ist berechnet. Er wird versuchen, dich in die Ecke zu drängen, um deinen Charakter zu prüfen und den Kern deiner Persönlichkeit zu ergründen. Du musst ihn jederzeit ernst nehmen. Jederzeit. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Tremel. Ich wünschte nur, wir hätten etwas mehr Zeit gehabt. Vielleicht sprechen wir uns nie wieder, Akolyt. Du bist die beste Chance, Vemrin aufzuhalten. Wenn du scheiterst, wird es auch niemand anderes schaffen. Viel Glück. Darth Barras erwartet dich in seinen Gemächern. Beeil dich. Er wartet nicht gerne. Oh ja, kriegt man schon hin irgendwie.
Das kriegt man schon irgendwie hin hier. Mit der kann ich noch nicht interagieren. Was ist denn jetzt hier los? 95 Rüstung. Anziehen. Wieder 95. What the fuck? Anziehen. Ja. Dark ist gerade gemutet, das heißt, er hat wieder einen Dialog. Ja, doch, da lang muss ich. Sith Academy Ebene 3. Was? Okay. Wäre ich fast Matsch gewesen. Geil. Gucken wir mal, was es hier so Nices gibt. Diese Ebene ist nicht für euch. Boah, leck mich am Arsch, du Wichser. Ja, hier komme ich noch nicht weiter. Hier drüben was für mich? Nein? Nein. Okay, dann ist sie wirklich noch nicht für uns. Fahrstuhl? Geil, Alk. Was denn? Hier, du kennst doch Aufseher Harkun, oder? Den, der die Hauptquest immer gibt. Der hieß bei mir aber Tremel. Oder irgendwie ach, scheiße, dann, ja, okay, da hast du ein ganz anderes. Kurz gesagt, ich kann den Typ sie nicht leiden und er wurde gerade vom ordentlich zusammengeschissen von seiner Vorgesetzten. Ja. Was ich absolut geil finde. Und was machst du so? Ich habe gerade die dritte Ebene der Akademie erkundet. Nicht viel, oder? Nee, da kannst du gar nichts machen. Also haben wir wirklich zwei getrennte Questzweige. Ja. Was bedeutet, die Hauptquest kann eigentlich immer jeder für sich machen. Ja, die Nebenquest, da müssen wir gucken, dass wir das wirklich in der Gruppe machen. Dann gucken, ob Nico heute noch überhaupt mal dazukommt. Wie gesagt, ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Latino. Moment. Ich glaube, es ist soweit. Wirklich? Also gut. Hey, ihr! Vorsicht, Tino. Kommt schon, ich brauche etwas Abwechslung. Ihr da! Seid ihr der, von dem hier alle sprechen? Der angeblich von Darth Barras höchstpersönlich hergebeten wurde? Neugier kann großen Schaden anrichten. Bitte verzeiht meinem übereifrigen Freund. Wir haben nur schon so viel von euch gehört. Und wir wollen uns mit euch gutstellen. Tino, was mein etwas vorlauter Partner hier sagen will, ist, dass ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr euch, sagen wir, um etwas oder irgendwen kümmern müsst. Mach ich alleine. Sie spricht von Vemrin. Wir werden ihn für euch töten. Tut mir leid. Ich hätte Tino einen Maulkorb anlegen sollen. Also was sagt ihr? Wir wissen, dass Vemrin versucht hat, euch töten zu lassen. Wollt ihr, dass er stirbt? Diese Freude hebe ich für mich selbst auf. Wir würden es nie wagen, euch dieses Erlebnis zu nehmen, aber bedenkt Folgendes. Es gibt Regeln. Akolyten dürfen sich nicht einfach in der Öffentlichkeit gegenseitig töten. Jeder weiß von eurer Rivalität. Wenn ihr ihn tötet, werden die Lords die Schuld bei euch sehen. Aber wenn Vemrin stirbt und ihr ein Alibi habt, würde es den Leuten zwar suspekt vorkommen, aber man könnte euch die Tat nicht anlasten. Versteht ihr? Ich weiß nicht. Wie kann ich sicher sein, dass ihr es auch schafft? Wir beweisen es euch. Lasst uns einen Testkampf absolvieren und entscheidet danach, ob wir die Fähigkeiten für dieses Unternehmen haben.
Einverstanden. Mal sehen, was ihr könnt. Gebt alles, Jungs. Es ist Zeit, für die große Vorstellung zu üben. Ja, und jetzt? Oh, au. Ihr habt uns alle vier besiegt? Das ändert alles. Wie man hört, ist Vembryn euch kräftemäßig gleichwertig. Wenn wir nicht mal im Training mit euch mithalten können, werden wir ihn nie töten können. Dunkle Seite. Unsinn. Ich finde, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Das denkt ihr wirklich? Was heißt das, Fein? Es heißt, dass Vembryn ein toter Mann ist und wir den besten Partner überhaupt haben. Ja. Wie hieß der Dude, den du nicht leiden kannst? Daku? Harkun. Harkun. Nee, das war nicht der. Okay. Ja gut, ich hab gleich wieder Story-Modus. Die meisten von euch werden von diesem Unternehmen nicht zurückkehren. Wenn ihr sterbt, wird man euch vergessen. Wenn ihr aufgebt, werdet ihr sterben. Und jetzt geht mir aus den Augen. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Das solltet ihr auch. Für euch ist bald Schluss, Klemral. Bleibt mir einfach aus dem Weg. Seht her, Vembryn. Ich sehe den Emporkömmling, aber kein Zeichen von Dolgis. Klemral, Vembryn, ihr könnt gehen. Ja, Meister. Ich habe euch unterschätzt, als ich Dolgis schickte. Das wird nicht noch einmal passieren. Hast du Probleme mit Akolyt Vembryn? Das könnte man so sagen. Ich komme schon klar. Er spielt mit dem Feuer. Wenn er sich mir weiter so in den Weg stellen will, wird er großen Ärger bekommen. Er wurde zu einer tödlichen Maschine gemacht. Vembryn hat hart gekämpft. Er hat auf seinem langen Weg hierher nichts geschenkt bekommen. Du dagegen? Lass mich dich näher ansehen. Ja, so wie ich vermutet hatte. Aufseher Trämel hat dir und dieser Akademie einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Deine Kriegsklinge kam zu früh. Gefangene wurden für dich eingeflogen. Und sogar eine Bestie wurde nach Korriban gebracht, statt dass du auf irgendeinem anderen Planeten in der Wildnis kämpfst. Die zeitliche Abfolge der Prüfungen ist entscheidend. Hä? Volle Hingabe bringt nur über einen längeren Zeitraum die richtigen Resultate. Dein Geist ist weich, untrainiert, ohne Disziplin. Das sehe ich entschieden anders. Im ersten Monat der Prüfungen sollte es um Philosophie, Taktik und das Verstehen des Kodex der Sith gehen. Nenne mir den Kodex der Sith, Akolyt, und erkläre mir seine Bedeutung in Kampf, Krieg und Politik. Sicher, gebt mir einen Moment. Also es gibt die dunkle Seite, die helle Seite und, ja, das war's im Grunde. Erbärmlich. Ich kann sogar mit geschlossenen Augen erkennen, wann die Lippen eines jungen Machtanwenders lügen. Ich bin jetzt ein Meister. Tremel hat schon schlampige Arbeit gemacht, bevor du überhaupt hier ankamst. Seine fehlende Bereitschaft, sich daran anzupassen, dass sich die Lehren der Sith weiterentwickeln, ist zu einem Risiko geworden. Er ist zu einem Verräter geworden. Verräter werden hingerichtet. Ich gewähre dir Straffreiheit. Töte Tremel und bringe mir seine Hand als Beweis. Es wird mir eine große Freude sein. Geh jetzt. Ich bin sicher, Tremel ist noch in seinen Gemächern. Kehre erst zurück, wenn er tot ist. Ja. ich muss meinen Ausbilder töten, okay.
Was? Ich soll meinen Ausbilder töten? Hä? Okay. Und von wem? Ich glaube von Lord Baras nennt er sich. Und warum? Gab es einen Grund oder einfach nur wegen deiner Ausbildung? Wegen meiner Ausbildung. Was? Er wollte den Sith-Kodex wissen. Und die ersten Jahre der Ausbildung sind ja Philosophie und der ganze Mist. Ja. Und dann geht's erst einen Kampf über. Ich hab geblufft und dann tut mein Charakter sagen, es gibt die dunkle Seite und die helle Seite. Ja, und das war's schon. Alter! Ja, ich krieg dann wohl einen neuen Ausbilder. Oh Gott. Ich muss erstmal hier raus aus der Akademie und ein bisschen. Ja. Ein bisschen Dampf ablassen, sag ich jetzt mal. Jetzt gehe ich nochmal zu den. Zur Hassmaschine. Muss ja irgendwie zu meistern sein. Nee, erst gehe ich verkaufen. Ich habe wieder einen Haufen Zeug im Inventar. Erfordert mittelschwere Rüstung. Okay. Was soll ich dazu sagen? Die ist nackig. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Verkaufen, 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 verkaufen. Ach so, ich habe ja 11.000 Credits, stimmt. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ich sehe jetzt nicht, ob Darko gemutet ist. Ja, ich bin gemutet. Da bist du. Ich habe gerade eine Halbnacksche gefunden hier. Und, ey, apropos, warte mal, ich habe 11.000 Credits Inventarmodul erweitern. Kaufen. Jupp, eine ganze Reihe dazu bekommen. Läuft. Dito. Ich habe jetzt noch 6.799 Credits. Ich habe 6.471. Boah, ich hatte echt 11.000 und naja, komm, es muss. Ja, ich auch. Ich hätte, ja, jetzt habe ich noch 6.400 und 6.700, oder? Das war das mit der Hassmaschine hier, genau. Bin aber trotzdem noch mal gemütlich. Ja. Finder 1.
machen das schon. Wo muss ich denn hin? So. Ich und muss was macht er eigentlich? Die Richtung. Ich gehe gerade zur Hassmaschine. Ach, nochmal versuchen? Ja. Ey, du Arschloch, Alter! Ernsthaft? Verpiss dich, das sind meine Opfer hier, die deine. So ein Hund. Hier sind ganz schön viele Spieler mit drin. Warte, bin ich überhaupt richtig? Allein diese Frage, bin ich überhaupt richtig? Worüber? Die Hassmaschine, ein neuer Meister. Ich bin im falschen Grab. Ups. Kann ja mal passieren, würde ich sagen. Und wieder raus. Ei, ei, ei. Erledigt. In welche Richtung muss ich? In die. Gott. Irgendwie werden die gerade doch schon mal starke Gegner. Ja gut, in der Hassmaschine waren sie schon immer stark, das weiß ich. Na, die hier im anderen Grab sind halt auch Level 9. Stimmt, ich kann ja nachschauen. Ja, ich kämpfe gegen Level 10er sogar. Aber selbst die hier machen gut Damage. Da ist man einmal im falschen Grab. Wow. Stimmt, das war ja sogar der falsche Grab. Oder das falsche Grab. Ich muss darüber auf die andere Seite. So, jetzt muss ich gucken, hier oben wird es doch bestimmt noch irgendwas geben. Einfach nichts. Batsch, das gab 700 Damage. Geil. Wo wird dir die Damage-Zahl immer angezeigt? Wenn ich irgendwo runterfalle. Ach so, das meinst du. Ich bin zu faul, um auf den Fahrstuhl zu warten. Ich spring meistens irgendwo runter. Fahrstuhl, warte auf mich. Warte auf mich. Da ist bestimmt wieder eine Lootkiste. Hui! Nee, doch nicht, schade. So. Palim, Palim, du bist für keine Aktivitäten eingereiht. Du bist nach Rom, öffne die Sternkarte. Palim, Palim. Ja. So, wir haben es 15.29. Jetzt renne ich am Grab vorbei, oder? Ja. Ach, Orientierung gleich 0. Tü, 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 tü.
So, den Rest mache ich aber Offscreen bis zur Kammer.